Es ist wirklich beinahe unfassbar. Es ist fast ein gesamtes Jahrzehnt her, seitdem wir den letzten ATTE Walker gesehen haben aus dem Jahr 2013. Aber jetzt, endlich, haben wir ihn wieder. Einen neuen ATTE 2022er Auflage, komplett neu mit seinen Tücken, Macken. Aber er ist endlich da und es wird Zeit, natürlich ihn zu unboxen für euch hier in diesem Video. Cuttermesser darf nicht fehlen. Und da würde ich sagen, los geht's. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Unboxing von Set Nummer 75337, der ATTE Walker aus der Sommerwelle 2022. Lang hat's gedauert. Endlich habe ich den Mut gefasst, nach einem Monat dieses Set für euch zu reviewen oder erstmal besser gesagt ein Unboxing jetzt zu machen. Das Geld hat nicht immer so gereicht, wie ich es wollte, aber nun habe ich die Chance bekommen, das Set mir zweimal zu kaufen und sozusagen einmal für meine OVP-Sammlung und das andere mal, um es für euch zu reviewen und diverse andere Videos damit zu drehen. Vor allem habe ich auch vor, dann einen Vergleich zu starten mit unserem guten alten 2013er Modell von da hinten, wo auch das entsprechende Gunship noch daneben steht. Wunderschönes Set. Aber bevor wir soweit sind, kommen wir natürlich erstmal zum neuesten Modell. Ich habe damit nicht mehr gerechnet, dass so ein Set nochmal rauskommt. Ich meine, die Community hat geschrien, jahrelang. Und Lego hat's gehört, nach Jahren. Ich finde es auch interessant, dass diesmal Utapau als Hintergrund gewählt wurde und nicht die Schlacht um Geonosis. Da hätte übrigens auch das hier besser gepasst. Wir wollen keinen Spinndruiden, wir wollen einen Krabbendruiden, einen Crab-Droid, nicht einen Spider- oder Homing-Spider. Nee, Quatsch, das ist ja ein Spider-Droid, Homing-Spider ist ja das große Ding. Aber wir wollen einen Crab-Droid, einen Krabbendruiden. Wieso geben die uns einen weiteren Spinndruiden? Ich verstehe es nicht. So, hier unten die Minifiguren Commander Cody in Phase 2. Endlich ist er da, auch wenn man ihn ein bisschen besser hätte gestalten können. Aber endlich haben wir ihn in Phase 2 und passend dazu auch die neu aufgelegten 212. Klontruppen, welche aus meiner Sicht orangene Arme super gestanden hätten. Aber nun gut, klatschen sie halt ein bisschen mehr grau an den Helm und dafür weniger orange an den Körper. Ist ja bei den 501. nichts anderes gewesen. Dann ganz exklusiv bisher für dieses Set, also neben Commander Cody, dann ein Klongunner aus der 212. Auch ganz schön komisch, warum das explizit ein 212. Klongunner ist und nicht irgendwie normal ein Klongunner. Und drei Battle-Droiden, die so Standard sind, dass ich sie eigentlich nicht mehr erwähnen muss, weil die haben sich seit dem Original-Release von Battle-Droiden nicht wirklich verändert. Ja, dann hier unten nochmal zum Box-Art. Das finde ich auch etwas komisch, weil das ist aus Star Wars The Clone Wars und das hier ist ein Filmset. Also warum packen die da unten ein Box-Art mit einem Star Wars The Clone Wars Klon hin? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Liebes Designer-Team, wieso habt ihr die Box so designt? Also ich finde die Farbgebung ja richtig cool, auch dieser gelbe Streifen hier, der harmoniert ja wirklich mit dem Hintergrund von Utapau, aber warum das da? Da hättet ihr auch einen Darth Vader nehmen können, das wäre ja dann wenigstens noch passend zum Film. Oder ein Commander Cody, wieso musste man denn hier die Ahsoka-Legion drauf machen? Es kommt ja noch nicht mal Ahsoka oft in dem Set vor. So, dann die allgegenwärtige Rückseite, die wir auch noch haben. Ganz interessant hier oben, wie gezeigt wird, der Hinterraum des ATTEs. Der ist jetzt mal verändert, also quasi, das sind jetzt zwei Klappen. Bei dem 2013er Modell war das ja noch ein großes Ding, was ihr aufklappen konntet. Jetzt sind es zwei Sachen. Dann hier noch einige kleine Play-Features, wo ihr eure Klone reinsetzen könnt. Und dann das Cockpit des Panzers mit dem entsprechenden Klon-Gunner drin. Und natürlich noch sehr viele Battle- und Action-Sequenzen abgebildet. Dann auch wieder interessant. Ihr habt die Möglichkeit, bei diesem Set wieder es aufzunehmen, also mit einem Henkel. Ich meine, ist ja eine gute Idee, das haben die auch beibelassen, gefällt mir. Und allgemein muss ich es aber trotzdem auch sagen, trotz der etwas komischen Box, gut, da kann man drüber hinwegsehen, über das Design hier unten. Ich kann auch darüber hinwegsehen, ist kein Problem, weil sie haben uns so viele schöne Klone mit beigelegt. Ich meine, es ist ja auch ein Klon-Set. Ich kann verstehen, warum man ein paar Battle-Druiden mit reinlegt, weil man gegen ja irgendwas kämpfen will. Aber das sind mehr Klone, als es in unserem 2013er Modell gab. Da gab es nur einen einzigen Klon, so einen Klon-Commander. Und hier gibt es einfach 1, 2, 3, 4, 5 Klone und davon auch noch drei gleiche. Ich meine, wie cool ist das denn? Dagegen im puncto Figuren kackt das 2013er Modell ja mal gehörigst ab. Ja, zum Design des Walkers will ich gar nicht so viel sagen. Das kommt ja dann alles in meinem Review zu dem Set. Kommen wir nun also zu dem Part, auf welchen ihr alle gewartet habt in diesem Video. Und zwar, wie ich mit unserem guten alten Cuttermesser die Siegel durchschneide und dabei fast verzweifle. Aber na gut, ich habe das Set ja zweimal. Beruhigen wir uns wieder alle wieder. Ja.
So, Box aufmachen ist ja nichts wirklich Besonderes. So, und da drin erwarten uns dann wieder die guten alten Plastiktüten. Ich kann übrigens nicht verstehen, Lego will ja umweltfreundlicher sein, warum die dann nicht die Tüten rausbringen mit den Löchern drin. Ich meine, ist das nicht plastikfreundlicher, also weniger Plastik? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? So, kippen wir es mal aus. Boah, fast ideal. Gut, wühlen wir uns mal durch die... Aha, okay, da haben wir schon erstmal das Wichtigste. Den Stickerbogen, welchen ich sehr überschaubar finde. Also besser als in dem Jedi Starfighter, den ich für euch reviewt habe. Link dort. Da war ja wirklich die Stickerpest 3.0 am Start gewesen. Und das hier ist wirklich überschaulich. Also nicht mehr als beim 2013er Modell. Dann ja, die schlichte Anleitung mit dem weißen Hintergrund. Wir kennen es ja aus den neuen Wellen. Wie das nun mal so ist, kann man nichts ändern. Ich finde es nicht schön, aber nun gut. Und ja, es ist ein Unboxing, das heißt, ich hole die Anleitung auch für euch raus. Übrigens, ihr werdet es mir nicht glauben, ich habe das Set bei Smytoys oder Smytoys? Also so ein Spielzeugladen, der irgendwas mit Smytoys heißt. Habe ich das Set für 130 Euro bekommen, das sind 10 Euro weniger als bei Lego. Und ihr werdet es mir nicht glauben, rechts daneben stand einfach die Justifier für denselben Preis. 130 Euro. Im Gegensatz zu dem, was Lego verlangt, ist das mal eine riesige Hausnummer weniger. Aber mein Monatsgehalt ist noch nicht da, deswegen konnte ich mir die leider noch nicht gönnen. Aber ich sehe unsere Zukunft schon gut vor Augen in dem Punkt. So, dann interessant, was das hier jetzt auf einmal soll. Was ist das? Was soll das in der Anleitung? Warum ist das hier so kunterbunt? Leute, wir sind hier in einem Kriegsfilm. Das darf nicht so farbenfröhlich aussehen. Aha, hier haben wir die Bauschritte. Okay, Tüte 1 besteht anscheinend nur aus Druiden. Das ist ja mal hochinteressant. Boah, Tüte 2 haben wir schon Commander Cody mit drin. Sehr, sehr schöne Sache. Ob ich ein Speedbuilding dazu mache? Bei so großen Sets ist das schwierig. Ich glaube, ich bringe hierzu ein Speedbuilding erst nach dem Review. Einfach, weil ich jetzt schneller das Review raushauen möchte als das Speedbuilding. Schließlich ist das Set schon gut einen Monat auf dem Markt. Und da möchte ich ein bisschen hinterher. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen dranbleiben. Ja, an sich, der Rest der Anleitung ist ja nichts Besonderes. Ihr kennt das alle. Aber keine Set-Auflistung hinten. Also normalerweise ist ja in der letzten Seite immer noch so eine Set-Auflistung, mit was für Sets wir es in der neuen Welle zu tun haben. Aber... hier ist es. Ah, doch, hier. Da haben wir sie. Da haben wir die guten Sets. Da der Sternjäger, wo ich 3 Videos dazu rausgebracht habe. Schaut ihr euch gerne an. Hierzu wird sehr wahrscheinlich ein Video folgen. Da bin ich gerade dabei. Sehr unwahrscheinlich. Gibt es auch in dem Laden, den ich erwähnt habe, sehr günstig. Also die Chancen stehen gut dafür. Hier muss ich mal gucken, ob ich das will, für so ein kleines Set noch Geld auszugeben. Sehr unwahrscheinlich. Das bringe ich definitiv nicht, weil ich mag diese komischen Buildable-Figures nicht. Auch hier der Child und so mag ich überhaupt nicht. Deswegen wird das Set nicht kommen. Und hier sehe ich auch sehr gute Karten für uns. Allerdings erst in ein paar Monaten wahrscheinlich. Weil ich habe schließlich nur ein begrenztes Geldlimit, auch was für mich als Sammler angeht. So, dann habe ich einmal für euch das Wesentliche aufgereiht von Tüte 1 bis Nummer 6. Ganz viele Tüten sind auch doppelt. Also wir haben hier zum Beispiel 2x5, 2x3, 2x4, 2x6. Ganz interessant finde ich, dass Tüte 1 tatsächlich nur wirklich aus diesem kleinen Päckchen besteht. Also da frage ich mich, hätte man Tüte 1 und 2 zusammenlegen können? Ja, so viel zum Thema Plastikverschwendung. Dann hier nochmal die Anleitung mit dem Stickerbogen dazu. Und nicht zu vergessen, was dazu gehört, ist auch natürlich noch die Box. Aber das ist ja nicht der Inhalt, ist ja nur der Außenhalt in Anführungszeichen. Ja, und ich guck mal kurz, in welchem dieser Tüten die Klone drin. Ich glaube, das war hier. Genau, da sehe ich schon den schönen Torso eines 212. Klon-Trooper und da den Kopf, welcher viel besser als, der, der früher war mit diesem Angry Clone Face. Endlich ist diese Ära auch vorbei. Und oha, seht ihr schon, da sehe ich den Torso von Commander Cody. Oh yeah. Battlefront 2 Vibes kriege ich schon durch diesen Rücken dort. Ja, der Rest sieht noch recht unspektakulär aus, außer halt Tüte 1 mit den ganzen Druiden da drinne. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, sobald das Set aufgebaut ist, wird es dann ungefähr so aussehen. Aber ich werde dazu auch so einen Vergleich machen, 2013 zwischen 2022. Und ja, das soll es erstmal mit dem Unboxing gewesen sein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim Review dieses schönen Sets. Bis dahin, ciao.